Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Community Replays. Heute hier auf Frost LE und wir haben heute rechts unten in Rot gespawnt als Protoss Sifini. Unser Gegenspieler links unten in Blau gespawnt als Terraner ist Danny. So, und dann muss ich einen kurzen Cut machen, den ich hoffentlich rausgeschnitten habe, denn meine Hotkeys waren falsch, sodass ich diese schönen Kameraschwünge hier nicht machen kann. Oder konnte. Jetzt kann ich das. Wir sehen Gas First hier bei Danny, interessanterweise. Jetzt erst die Barracks hinterher. Und bei Sifini sehen wir jetzt das erste Gateway. Das Ganze ist gespielt in der Sekunde Silberliga. Alles klar, das wollte ich nur eben in Erfahrung bringen, nur damit ihr da Bescheid wisst. Und ja, solange wir hier jetzt gerade noch in der Anfangsphase sind, mal ein paar organisatorische Sachen noch. Und zwar spreche ich jetzt mal ganz speziell Gaia an. Von dir hatte ich öfter Replays geschickt bekommen. Leider war das immer der gleiche Link, der immer nur zu einem veralteten Replay geführt hat. Also da kann ich dann leider die Matches natürlich nicht casten, weil das Match habe ich schon mal gecastet, was da immer verlinkt wurde. War jedes Mal leider der gleiche Link. Da also immer ein bisschen aufpassen, wenn ihr Replays einschickt. Überprüfen, dass es auch der richtige Link ist, den ihr angibt. Sifini steht hier übrigens mit seinem Sonden hier extrem weit rum, hat eine Forge gebaut, was mich ja immer schon ein bisschen aufregt. Okay, jetzt will er vorne eine Wall setzen scheinbar. Forge Fast Expand gegen den Terraner, naja. Kommt gleich ein Reaper an und alles ist tot, so wie es aussieht. So, der Hisker kommt jetzt dazu. Ich glaube, er setzt hier wirklich gleich eine Cannon hin. Nehmen wir das hier? Na, noch nicht. Aber das kann nur eine Frage der Zeit sein. Ich habe übrigens gemerkt, dass ich in den letzten Folgen ein bisschen übersteuert war. Das tut mir natürlich sehr leid. Das habe ich hoffentlich jetzt behoben. Das ist sehr, sehr ärgerlich, aber kann ich jetzt im Nachhinein nicht mehr gut ändern. Von daher, ja, hoffe ich, dass es jetzt geregelt ist. Beide spielen hier irgendwie sehr interessant, haben noch keine einzige Einheit gebaut nach 2 Minuten 20. Stattdessen wird hier schon Stim erforscht. Auf der anderen Seite, ja, steht immer noch nichts anderes. Wir sehen zweites Gateway, obwohl aus dem ersten noch nichts gebaut wird. Cybernetic Score erforscht auch noch nichts. Wow, wow, das sieht aktuell nach einem sehr, sehr holprigen Matchstart aus für beide Spieler. Jetzt wird ein Stalker Krone boostet, immer noch keine Einheit beim Terraner unterwegs. Dafür ist die zweite Barracks jetzt gleich schon fertig. Mule kann auch schon geworfen werden, da ist auch der erste schon, das wird hier immerhin getan. Wir schauen mal auf den Worker-Count 24 zu 21, das ist aktuell völlig normal, denn der Protoss hat ja Chrono-Boost, dafür hat der Terraner den Ausgleich durch den Mule und das sehen wir hier auch, beide sind hier in etwa gleich auf. Wir sehen einen Reaktor an der Barracks und die erste Einheit, die gebaut wird in der 5er-Schleife Marines, da nochmal der Hinweis, bitte baut maximal 2 Einheiten hier in der Schleife, also die, die gerade baut und einen dahinter. Denn wir haben jetzt hier aktuell, ja gut, jetzt ist einer weniger geworden, aber diese beiden Einheiten sind da unnötigerweise drin. Das sind 100 Mineralien, die absolut aktuell nicht verwendet werden. Und das ist natürlich was, was man tunlichst vermeiden sollte, denn diese 100 Mineralien kann man sehr, sehr viel sinnvoll investieren. Engineering Bay kommt dazu und eine Factory. Wir haben 600 Mineralien, er könnte auf jeden Fall auch eine Extra nehmen. Bei Sifini sehen wir jetzt tatsächlich vorne hier die Cannon. Ja, das sage ich nur dazu. Dafür sehen wir einen Stargate mit einem Oracle. Natürlich eine Einheit, die auch ein bisschen Micro erfordert. Da bin ich mal gespannt, ob wir das hier gleich sehen werden. Ich bin noch ein bisschen skeptisch. Drei Stock allerdings bei ihm schon, damit schon eine deutlich größere Armee als bei seinem Gegenspieler. Nicht zu vernachlässigen natürlich die wunderbare offensive Cannon hier. Ich weiß gar nicht, wer von euch hat mir das Replay geschickt? Ah ja, okay. Sage ich euch natürlich noch nicht, aber dann kann ich schon mal darauf hinweisen. Also bitte keine Cannons vorne hier bauen. Das ist einfach sinnlos. Die steht hier einfach nur rum. Habe ich im letzten Spiel ja, glaube ich, auch schon gesagt, was ich von so Cannons halte. Ich hoffe, dass jetzt hier gleich mal ein Nexus erscheint bei Sifini. Sollte das Ganze jetzt setzen. Hat 400 Ressourcen, könnte es also machen. Da ist er auch. Das ist schön. Er ist also der Erste, der hier expandiert. Bei Danny sehen wir noch keine Expansion. Doch, jetzt kommt sie in diesem Moment auch dazu. Sehr schön. Dann haben wir auch hier noch eine Widowmine, die vergräbt sich hier scheinbar an einer. Das ist eine sehr, sehr gute Stelle, um seine Widowmine zu vergraben. Hier laufen Einheiten relativ oft natürlich mal hoch. Und dann wird die auf jeden Fall abgefangen werden. Was natürlich jetzt ein bisschen schwer sein wird, ist dieses Oracle abzuwerden. Wir haben Engineering Bay und auch in dieser Sekunde ist der Turret fertig geworden. Wir haben 3 Turrets. Das ist ein bisschen viel investiert hier. Wenn man schon 3 Turrets baut, werden das Oracle hier wunderbar abgefangen wird von den Marines. Wenn man schon mehrere Turrets bauen will, man sollte mehrere Turrets erstens nur dann bauen, wenn man schon weiß, dass eine Gefahr da ist, dass entweder die Tees kommen oder halt
R-Einheiten. Und wenn man dann schon mehrere Turrets bauen sollte, dann sollte man, wie gesagt, diesen ersten hier in der Ecoline machen. Der ist ziemlich gut platziert, auch wenn die ein bisschen quer darum fahren. Profispieler setzen ihn genauso, dass die Wege da auch noch optimiert sind. Aber das ist einfach zu vernachlässigen, wenn man nicht gerade auf Grandmaster-Niveau spielt. Aber einen zweiten Turret sollte man eher dann noch hier so hinsetzen. Oder vielleicht sogar hier an den Basisrand, weil hier bringt es halt überhaupt nichts. Wie soll denn von hier eine Einheit kommen? Hier hinten ist ja die Map zu Ende. Also das ist ein bisschen deplatziert, wie hier der Turret steht. Und das sind, wie gesagt, auch 150 Mineralien, die gerade in diese Turrets investiert werden. Gleiches kann man ja auch noch sagen zu diesen Depots. Hier wurde in der Schleife ein zweites Depot angesetzt. Das sind auch 100 verschenkte Ressourcen. Also das läppert sich hier schon bei Danny. Die Ressourcen, die er investiert, einfach durch diese Schleifen. Wir sehen einen zweiten Starport. Der erste Starport hier hat ein Tech Lab, kann also gleich irgendwie auf Banshees gehen oder vielleicht über kurz oder lang mit einem Fusion Core noch das Liberator Upgrade erforschen. Das ist natürlich deutlich mehr in Mode. Wir sehen auch tatsächlich einen Liberator, nur für den Liberator selbst bräuchte ihr das Tech Lab nicht. Also könnte ich mir vorstellen, dass wir gleich, wie gesagt, da noch was sehen, was dieses Tech Lab rechtfertigt. Ich hoffe es zumindest. Ansonsten sehen wir jetzt hier keine Schleifen, das ist gut gemacht. Wie gesagt, man kann hier Nummer 3 und 4 in der Reactor Barracks noch dran setzen, damit man eben diese Zeit nicht hat. Jetzt werden wir jetzt gleich sehen, vermutlich. Genau, jetzt produziert die nichts mehr und das ist halt auch teuer. Deshalb sehen wir jetzt hier, er vergisst die nächsten Einheiten anzudrücken. Deshalb macht man dann eben noch zwei weitere dazu, damit eben konstant Einheiten gebaut werden. Aber mehr als eben diese eine Einheit, mehr als man benötigt, sollte nicht in der Schleife hier sein, denn das sind dann zu viel investierte Ressourcen. Allerdings sollte man, wie gesagt, seine Ressourcen überhaupt ausgeben. Also das ist hier noch eine Schwäche, die auf jeden Fall bei Danny nicht zu verleugnen ist. Er muss es schaffen, konstant Einheiten zu bauen. Sonst gehen hier auch die Mineralien viel zu sehr nach oben. Und das fördert dann natürlich auch so Überreaktionshandlungen zutage. Wahrscheinlich sehen wir nämlich gleich die volle Schleife wieder bei beiden Produktionsgebäuden, eben weil es so lange vergessen wurde. Ja, ansonsten schauen wir uns mal die Armeen an. Wir haben hier relativ viele Marines, allerdings noch ohne Combat Shield. Die sollte man auch auf jeden Fall erforschen. Die sind nämlich schon sehr, viel, sehr, sehr wertvoll. Dafür haben sie aber schon Stim und plus 1. Könnte man also schon mal mit Schaden machen, vor allem auch durch einen Drop. Wir haben defensiv hier einiges an Stalkern und einen Void Raider, der gerade irgendwas getötet hat. Ich habe leider nicht aufgepasst, was es war. Liberator, alles klar. Ja. Dafür ist ein Void Raider natürlich ganz gut. In diesen unteren Ligen werden extrem häufig Void Raiders gespielt. Ich verstehe es einfach nicht. Also scheinbar scheinen da Spieler in den unteren Ligen nicht so gut gegen klar zu kommen. Aber Void Raiders sind gegen Terraner einfach eine schlechte Einheit. Das muss man ganz klar so sagen. Denn Void Raiders werden von Marines mit Stim einfach auseinandergenommen. Und ja. Das ist natürlich eine Sache, die man bedenken sollte, aber scheinbar sieht das Siphini nicht ein. Hier, Wings of Liberty Taktik, Mars, Void Race. Baut allerdings Konstanteinheiten, Konstant Worker aktuell, das muss man ihm lassen, ist dennoch einigermaßen hinten. Hier hat also einen Zeitpunkt gehabt, wo das nicht der Fall war, sonst wäre der Terraner hier nicht vorbeigekommen. Der Terraner hier selber, Danny, hat sehr schön seine zweite Base saturiert, ist hier fast perfekt. Ein Worker braucht er noch, der wird gerade noch gebaut, aber das sieht sehr, sehr gut aus. Hier auch, also im Income, da ist nicht das Problem von Danny. Das Problem von Danny liegt darin, dass er seine Ressourcen nicht ausgibt. Wir sehen hier wieder beide Starports, die nicht bauen. Wir sehen hier tatsächlich einen Cyclone mit Upgrade. Ja, Cyclones sind eigentlich sehr, sehr makrointensiv. Wenn man Probleme hat hinten mit dem Makro, sollte man sich da nicht auch noch mehr Probleme damit schaffen, dass man zu großes Micro erfordert. Sehen wir hier einen Doomdrop von Danny. Das kann gefährlich werden, wenn hier gleich ein Void Ray nämlich an der richtigen Position steht, dann könnten diese Medivacs einfach direkt sterben. Aber wenn das eben nicht der Fall ist, dann könnte es auch sein, dass hier Siphini gerade extrem stirbt, denn er hat nur einige Stalker. Und die Void Rays eben. Und die Void Rays werden halt überhaupt keinen Schaden machen. Was halt fehlt, sind die Combat Shield. Die Combat Shield würden extrem viel helfen. Aber auch so sieht das gut aus. Wir haben keinen Mothership Core. Also es ist hier nur Stalker und Void Rays gegen Stimmt Bio. Und Stimmt Bio ist halt sowohl gegen Stalker als auch gegen Void Rays extrem gut. Wir sehen hier Prismatic Alignment wieder angemacht. Da wieder der alte Fehler. Prismatic Alignment macht keinen Bonusschaden gegen Marines. Gegen die Medivacs allerdings schon. Wenn man die also fokust, dann lohnt sich Prismatic Alignment. Ansonsten bringt es halt überhaupt nichts, das zu zünden. Ja, und jetzt sehen wir hier, alle Einheiten von Siphini sind gestorben. Danny hat währenddessen 3000 Mineralien, weil er leider hinten überhaupt nicht makroht, sondern sich nur auf sein Micro vorne konzentriert. Das ist was, was er unbedingt in den Griff kriegen muss, wenn er es schaffen möchte, hier aufzusteigen. Ansonsten reichen halt einfach diese gut gestimmten Marines aus.
Bio, er hat halt einfach die viel bessere Armee gehabt. Die Bio-Armee schlägt auf jeden Fall eine Void-Ray-Armee. Wenn das Carrier gewesen wären oder so, dann wäre das möglicherweise anders ausgegangen, aber Void-Rays zu bauen gegen einen Terraner und sogar Stalker-Void-Rays zu bauen gegen einen Terraner, das ist einfach gegen eine Bio-Armee, was einem auf keinen Fall einen Sieg bringen wird. Und deshalb hat hier Danny gewonnen. Dennoch, auch Danny hat hier einiges noch an Verbesserungspotenzial, sollte daran arbeiten, dass er vor allen Dingen es schafft, sein Geld auszugeben und immer seine Ressourcen ja in Einheiten investiert, weil das ist das, wo er noch am meisten Verbesserungspotenzial hat. Trotzdem sehr schön einfach den Gegner überrannt mit den überlegeneren Einheiten, muss man sagen, oder mit den Einheiten, die anderen kontern. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf nächste Folge klicken, unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.